bei dem runden Tisch mit Lauterbach bist du wieder ausgeladen worden. Ich kann jetzt sagen, an dem Punkt, wo ich jetzt stehe, ich weiß es ganz genau, was ich habe. Ich habe einen Impfschaden. Christine, im Ernst, ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht. Schreib doch einfach deine eigene Geschichte auf. Das könnte dir helfen und vielen anderen Betroffenen auch. Ein Buch, das Mut macht und sehr authentisch ist. Wenn du so willst, eine Biografie mit Schwerpunkt auf deine Krankheit, LGG. Muskelzittern, Muskelschwäche, Muskelzucken, Taubheitsgefühle, Kribbeln, Missempfindungen in Händen und Beinen, starkes Herzklopfen, Herzstolpern, Herzschmerzen, Druck auf der Brust, Engegefühl, Schwindel, Blutdruckschwankungen, innere Unruhe, massive Schlafstörungen, depressive Verstimmung. Das ist die kurze Liste. Liebe Chrisine, das ist ja schrecklich! Trauer-Smiley, Trauer-Smiley. Wenn die Politik jetzt versucht, aus allem eins zu machen und zu sagen, ist doch letztlich egal, wie das Kind heißt, nennen wir es der Einfachheit halber mal Long-Covid, dann ist das der perfide Versuch, alles dem bösen Virus in die Schuhe zu schieben. Was haben wir davon? Aber ich dachte, wenigstens seid ihr ja jetzt offiziell behindert, oder? Hilft das? Mal herzlich willkommen, liebe Freunde, liebe Gäste. Das ist ja heute quasi eine Dreifachpremiere. Zum Ersten sind wir so ungefähr seit einem knappen halben Jahr in diesem neuen Verlagshaus und es ist die erste Buchpremiere, die wir hier heute Abend feiern. Die zweite Premiere ist dieses wunderbare Buch mit dem Titel Abwesenheitsnotiz. Glücklicherweise ist die Autorin Christine Braillon heute nicht abwesend, sondern leibhaftig und sehr präsent bei uns. Und die dritte Premiere ist die Felicia, die heute zum ersten Mal gemeinsam mit Christine den Lesepart hier übernimmt. Und später im Jahr geht ihr, glaube ich, auch zusammen auf Tournee, dazu später mehr. Ich habe, als ich das Buch gelesen habe, habe ich so ein Zitat gefunden. Das will ich mal kurz vorlesen, damit ihr alle wisst, was das überhaupt hier für ein Werk ist. Da schreibt nämlich die eine Protagonistin, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Ich habe dieses Buch aus keinem geringeren Grund geschrieben als dem, damit die Welt zu retten. Dieses Buch wird Ihnen alle Bücher sein, Ratgeber, Bibel, Kampfschrift, Frauenroman, Anekdotensammlung, Bildband, Drama. Wie praktisch. Sie werden nie wieder ein anderes lesen müssen. Kurzum, es besitzt alle Zutaten für einen Bestseller, den Sie nachher natürlich da vorne käuflich erwerben können oder müssen. Ich habe ehrlich gesagt, als ich das gelesen habe, für einen Moment gedacht, war das schlau, dass wir dieses Buch publizieren? Was wird jetzt aus all unseren anderen Autorinnen und Autoren, wenn jetzt nur noch dieses eine Buch gelesen wird? Ja, es tut mir leid. Und gleichzeitig dachte ich, boah, also dieses Buch handelt ja davon, dass die eine Protagonistin, die auch Christine heißt, ein Buch schreibt und diesen Anspruch formuliert. Da legt sie die Latte echt hoch, oder? Fragen wir mal die Autorin des Buchs. Bescheidenheit ist nicht ihre erste Eigenschaft. Nein, das ist ja Satire. Also. Es ist gar nicht ernst gemeint. Ach so, okay. Glück, Glück. Ach so, ihr macht... Ach so, ihr seid ein Sachbuchverlag, ne? Wir sind ein Sachbuchverlag. Ach so. Wasser steht da hinten auch für euch. Ja, das brauche ich jetzt sofort. Also da hätten wir vielleicht drüber reden sollen, in was für einem Rahmen wir hier sowas... Das war völlig unklar, dass wir ein Sachbuch... Also das ist Satire. Das ja, okay. Scheiße. Na gut. Jetzt hab ich vorbereitet so ein ernsthaftes Gespräch. Jetzt haben wir es vorbereitet, jetzt machen wir, oder? Jetzt kann ich mein Papier eigentlich wegschmeißen, aber okay. Du fragst ernsthaft, ich antworte satirisch. Okay, okay, okay. Damit Sie alle wissen, um was es geht, versuche ich mal kurz den Plot irgendwie zusammenzufassen. Also die zwei Hauptfiguren sind einerseits die Lektorin Gabi. Und ich möchte gleich betonen, Klammer auf, Ähnlichkeiten mit anwesenden Lektoren oder Lektorinnen, wir befinden uns ja hier in einem Verlag, sind rein zufällig. Die andere Hauptfigur ist die Kabarettistin Christine. Und das Buch geht eigentlich so los, dass die beiden, die Lektorin und ihre Autorin,
in einem Dialog via E-Mail stehen, in dem sie sich erstmal über das Konzept des Buchs versuchen zu verständigen und die Lektorin natürlich auch ein bisschen ihre Autorin motivieren will, jetzt leg mal los. Dann legt Christine los und schreibt erstmal mehrere, ein Vorwort, mehrere erste Kapitel, also wir erleben alle diese Schreibversuche mit. Die schickt sie dann an ihre Lektorin und kriegt sie dann zurück kommentiert am Rand mit, das ist auch alles hier in diesem Buch, das zeige ich mal kurz, an einer schönen Stelle ist alles dokumentiert, diese blau geschriebenen Sachen, das sind alles die Anmerkungen der fiktiven Lektorin, die sie vor allen Dingen dauernd warnt. Vorsicht, Schwurbelalarm. Und warum tut sie das? Weil die Buch-Christine, ich nenne sie jetzt mal die Buch-Christine, damit wir das auseinanderhalten können, erzählt ihre, im Grunde ihre Krankengeschichte, weil sie sich, sie weiß es zunächst nicht, mit Long-Covid, denkt sie, infiziert hat, also erstmal mit Corona infiziert. Die Erzählzeit des Buches, muss man vielleicht dazu sagen, ist, wenn ich das richtig verstanden habe, das erste Corona-Jahr, würde ich das mal ungefähr verorten. Vielleicht auch das erste eineinhalbte. Also es gab noch immer viel Unsicherheit, meine ich damit. Bisschen später noch. Jedenfalls erzählt sie ihre Geschichte und die Lektorin, die hat dauernd Angst, dass einerseits, man ist sich nie so richtig sicher, will die Lektorin, hat sie nun Sorge, dass sich das Buch hinterher nicht verkauft, weil es so ein ernstes Thema ist. Sie hat, glaube ich, lieber hätte sie sich was anderes vorgestellt, was Nettes. Gleichzeitig will sie vielleicht ihre Autorin schützen, dass sie nicht in irgendeine Ecke gestellt wird, weil sie da einfach mal erzählt. Und so geht das Ganze los. Und jetzt frage ich, oder habe ich mir dann überlegt, also wenn schon diese fiktive Lektorin dauernd ihre Autorin in diesem Buch, also die Buch-Christine, darauf hinweist, jetzt mal Vorsicht, das kann man so nicht sagen, ist es schwierig, solche sensiblen Themen mit den Mitteln der Satire zu behandeln heutzutage, oder ist das schon immer schwierig gewesen? Na, ich glaube, ich erzähle jetzt nichts Neues. Ich muss lauter sprechen, ne? Ja. Ja. Ach so, Entschuldigung. Ich erzähle, glaube ich, nichts Neues, wenn ich sage, ja, es ist schwierig. Ich würde mal sagen, es ist, es gibt so Scheren im Kopf, die hat man. Manche haben kleine Scheren im Kopf, manche haben große Scheren im Kopf. Man weiß jedenfalls, ich glaube, jeder von uns weiß ganz genau, wo sind die sensiblen Bereiche, wo muss ich mir ziemlich genau überlegen, was ich wie sage, um möglicherweise nicht nachher in irgendeine Ecke gestellt zu werden. So, also mit Kritik äußern muss man doch mittlerweile sehr, das ist eine fragile Sache, ne? Muss man sehr sensibel umgehen, wie man das macht. Und ist man, Punkt, reicht als Antwort. Nee, ich frage auch deshalb, weil einer unserer Autoren, beziehungsweise unserer belletristischen Tochter Edition W, ist Dietrich Brüggemann. Und deswegen haben wir das damals ziemlich mitgekriegt. Dietrich Brüggemann ist einerseits Filmregisseur. Ich halte ihn für ein ziemliches Genie. Der ist ein toller Filmregisseur. Hat außerdem eine Band, die heißt Theodor Shitstorm und macht tolle Musik. Und dann hat er uns hier einen grandiosen Roman hingelegt auch noch. Materialermüdung. Den können Sie nachher auch kaufen. Der ist toll, lohnt sich. Aber Dietrich Brüggemann hatte ja damals in dieser Zeit mit, würde ich sagen, so der ersten Garde deutscher Schauspieler diese kleinen Videofilme gedreht unter dem Thema Alles dicht machen und hat sich so mit diesen Schauspielern zusammen so ein bisschen lustig gemacht über diese ganzen Corona-Maßnahmen. Und das war ja auch eigentlich ein satirisches Format und die haben es ja mächtig aufs Dach gekriegt. Die ersten, einige Schauspieler sind abgesprungen, haben sich entschuldigt. Mein Eindruck war damals, die hätten nie so eine Reaktion erwartet darauf, nee. Weil plötzlich, und deswegen habe ich so gefragt, wie geht man mit Satire und solchen sensiblen Themen um, war die Zeit offensichtlich echt humorlos. Also, puh. Und ein Jahr später kam erst sein Roman und auch da noch hatte man nicht vergessen, der Roman hat überhaupt nichts mit Corona zu tun, der spielt viel früher, ist aber ein toller Hauptstadtroman, finde ich, und noch viel mehr. Aber der wurde im Feuilleton quasi geschnitten und wenn es eine Rezension gab, dann war die Hälfte erstmal die Geschichte von Alles dicht machen und hat überhaupt nichts mit dem Buch zu tun. Und dann dachte ich so, boah, einerseits sehr humorlos und dann auch noch wahnsinnig nachtragend.
Ist dir das auch passiert? Oder? Na, ich habe das ja jetzt alles vorweggenommen. Ne? Also ich habe ja die Kritik hier schon drin. Das heißt, keiner, der eine Rezension schreibt, muss sich jetzt damit auseinandersetzen, dass er das zerfetzen muss. Muss keiner. Das wird nämlich hier drin schon zerfetzt. Das ist ja wahnsinnig schön. Also ich kann mal sagen, ich habe es ja schon gelesen, ich fand, es war das unterhaltsamste Corona-Buch, was ich je gelesen habe. Nein, das ist wirklich interessant. Man liest ja eine dramatische Geschichte. Sie erzählt alle ihre Symptome auf und ihre ganze Verunsicherung, weil sie weiß nicht, habe ich jetzt Long-Covid oder habe ich einen Impfschaden? Und man darf ja über Impfschäden sowieso kaum reden. Aber man hat immer ein Grinsen im Gesicht, wenn man das liest. Und das war wahnsinnig schön, fand ich. Ja. Naja, das ist, sagen wir mal, das ist die mir angenehmste Art, über die Dinge zu sprechen. Ich lasse sie ja immer wieder anfangen, diese Geschichte zu erzählen. Immer wieder ein Kapitel 1. Und sie versucht es auch, sie bemüht sich redlich, auch mal ernsthaft über diese Sache zu sprechen und auch mal das ganze Leid in seinem Ausmaß zu beschreiben und zu illustrieren. Und dann kommt sie immer wieder an den Punkt, dass sie sagt, das kann ich nicht. Ich kann keine reine Betroffenenliteratur oder so machen. Das liegt mir nicht. Ich kann nur einen satirischen Zugang zu der Sache finden. Was wollte ich denn sagen? Weiß ich jetzt nicht, aber... War aber interessant. War interessant. Aber es passt auch zu meiner Überleitung. Es gibt ja, wenn man das so liest, also diese Buch-Christine, die ist nicht nur Autorin, sondern auch Kabarettistin. Und dann liest man so und dann fällt einem irgendwann ein, Moment mal, die Autorin des Buchs, Christine Braillon, ist doch auch Kabarettistin und hat ein Buch geschrieben. Also es ist so. Und es gibt wahnsinnig viele Parallelen. Wann ist dir das aufgefallen? Auf Seite 80? Na, es hat einen Moment gebraucht, bis mir die Frage durch den Kopf ging, weil ich erst ein bisschen darüber nachgedacht habe, ob das ein Fehler war, das Buch zu veröffentlichen. Es gibt da, also neben allem, was ich schon aufgezählt habe, was dieses Buch ist, ist es ja auch eine satirische Schein-Autobiografie. Und da habe ich mich natürlich gefragt, weil die sich so ähnlich sind, diese fiktiven Leute hier und die Autorin. Gibt es da Überschneidungen? Was ist denn jetzt die reale Christine im Buch? Oder wie viel von der Buch-Christine hat die reale Autorin? 76%. Super. 76% ist jedenfalls ganz schön viel. Und aber mal im Ernst jetzt. Also wenn man diesen Krankenbericht liest, ja, also da dachte ich, wow, wir haben ja echt Riesenglück, dass du heute hier bist, weil das ist ja eigentlich eine Horrorgeschichte. Das ist wie Schiffe versenken. Man weiß nie, geht's an dem Tag oder geht's nicht. Und heute ging's. Heute geht's. Deshalb bin ich hier. Und bei Felicia ging's heute auch. Das ist wie Doppelschiffe versenken. Das heißt, wir haben beide heute einen guten Tag oder einen nicht ganz so schlimm. Das heißt, deshalb sitzen wir hier. Sehr schön. Ja, der Applaus ist es auf jeden Fall wert. Aber nochmal gefragt, wenn ich das richtig erinnere, die Buch-Christine, ja, ist immer noch so ein bisschen am Zweifeln. Was habe ich denn jetzt eigentlich? Ich habe mich mit Corona infiziert, habe ich jetzt Long-Covid oder habe ich gar einen Impfschaden, Post-Vac genannt? Und und da ist sie hin und her geworfen mit dieser Frage. Wie ist das bei dir im realen Leben jetzt? Ich kann jetzt sagen, an dem Punkt, wo ich jetzt stehe, ich weiß es ganz genau, was ich habe. Ich habe einen Impfschaden. Ich habe aber, das hier ist ja so eine Zeitspanne von ungefähr einem Jahr, wo die Buch-Christine beschrieben wird und die befindet sich in einem anderen Stadium. Ich befand mich auch in diesem Stadium, wo ich nicht wusste, woher kommt das denn jetzt einfach eigentlich. Ich habe mich zweimal impfen lassen, ich habe zweimal Corona gehabt und das, was ich zuerst gemacht habe, war die Impfung. Und die Symptome kamen
nach der ersten Impfung, 9 Tage nach der ersten Impfung. Und was man da so alles durchläuft und was einem da so widerfährt, das findet natürlich auch Eingang hier, ist logisch. Also wahrscheinlich greift jeder Autor bei allem, was noch so fiktiv ist, auf eigene Erfahrungen zurück. So habe ich das dann auch gemacht und habe diese Figur mal durch diese Zeit gehen lassen, wo sie das noch nicht so richtig einordnen kann, weil die Symptomatik sich ja sehr ähneln kann von Long-Covid und Post-Vac. Aber wenn du nach mir, der realen Christine, fragst, ich habe einen Impfschaden. Okay. Aber das hat man auch nicht sofort festgestellt. Nee, war jetzt nicht so, dass ich zu meinem Hausarzt gegangen bin und gesagt habe, ich habe irgendwie, bei mir ist irgendwie alles scheiße seit der Impfung. Und dann hat er gesagt, ich melde Sie sofort beim Paul-Ehrlich-Institut. Was man das mache ich gerne. Könnte man und ich rufe Herrn Lauterbach an Sie kriegen von mir, wir machen das gleich mal geltend, dass Sie Entschädigung bekommen und so. Nee, es war so, dass ich, es ist übrigens ganz komisch, in so einer Lautstärke über solche Dinge zu sprechen. Soll mir leiser? Nein, wenn man so bei sich sein will, aber für die letzte Reihe spricht. Das ist, okay. Lauterbach anrufen? Ja, was wollte ich sagen? Nee, das ähnelt sich sehr in der Symptomatik und deshalb ist das auch schwierig. Es ist sehr schwierig, mit anderen darüber zu sprechen, vor allem mit Ärzten. Da kann Felicia auch ein Lied von singen. Da können alle Impfgeschädigten ein Lied von singen. Das ist, man hat eine Odyssee hinter sich. Man läuft von Pontius zu Pilatus und ganz, ganz oft, also da ist ganz viel deckungsgleich bei den Berichten von Impfgeschädigten, die über ihre Erlebnisse sprechen. Man bekommt wirklich extrem oft zu hören, erstens, das kann nichts mit der Impfung, das hat nichts mit der Impfung zu tun, sie haben irgendwas anderes. Und zweitens, vielleicht ist es psychosomatisch. Überlegen Sie sich mal, ob das nicht vielleicht eine Anpassungsstörung ist. War ja auch eine schwierige Zeit, die letzten Jahre. Viel Angst, viel Depression. Genau, und da kann sich das auch schon mal in körperlichen Symptomen äußern. Und also man macht so eine Odyssee durch und die sieht sehr ähnlich aus. Also wir haben ganz viele Lachanfälle schon gekriegt, deswegen, weil es so ähnlich ist, dass es schon wieder absurd ist, was man so. Wollte ich gerade mal sagen, Felicia, Schauspielerin. Hier in Frankfurt geboren, also ja. Nicht in Neu-Isenburg, aber um die Ecke, im Vorort von Neu-Isenburg geboren. Du warst gerade quasi fertig mit deiner Ausbildung und dann kam Corona. Und dann hast du dich impfen lassen aus, ich würde sagen, guten Gründen, ja? Weil man als Schauspieler ja so auch nachweisen muss, dass man sozusagen geimpft oder gesund ist, wenn man spielen will. Ja, also es war vor allem so, dass immer mehr Casting-Anfragen kamen, wo dann eben auch der Impfstatus abgefragt wurde. Und ich kam gerade aus der Ausbildung, eigentlich Start in die Karriere und ich wollte arbeiten. Dann noch solche Dinge wie mein Stiefvater lag im Hospiz, ich kam nur rein mit Impfung, also so verschiedene Dinge, wo ich eigentlich gar nicht so das Gefühl hatte, ich habe jetzt hier so richtig eine Wahl und dann habe ich das gemacht. Okay. Ja. Und dann hast du aber auch sehr schnell gemerkt, das war jetzt nicht so die coolste Idee, oder? Ja. Oder beziehungsweise, weil Christine gerade gesagt hat, man wird ja jetzt, wenn man zum Arzt kam und gesagt hat, ich glaube, ich habe einen Impfschaden, nicht mit offenen Armen empfangen. Wie war das bei dir? Hattest du auch damit zu kämpfen? Ja, sehr. Also tatsächlich gab es Ärzte, die sind mir wirklich ins Wort gefallen und haben gesagt, es kann nichts. Schwurbelalarm. Ja, wirklich, es kann nichts damit zu tun haben, das ist nebenwirkungsfrei. Und was dann ja eigentlich noch viel schlimmer ist, wenn es dann auch so die eigene Familie und der Freundeskreis ist, der dir sagt, Fräulein, so, ne? Ja, und das ist eigentlich natürlich, also das ist noch viel schlimmer, wenn das dann Vertraute sind von einem. Ja. Dafür habt ihr aber euren Humor doch behalten, oder? Ist Humor ein Mittel, um auch solche fiesen Sachen irgendwie zu ertragen? Kann man mit sich selbst lustig sein? Ich würde mal sagen, ist das Mittel der Wahl. Es ist das Einzige. Ja. Ja.
Also anders, also ohne Humor hätte ich die letzten 3 Jahre nicht überlebt. Okay, ja. Krass. Ich denke mal, wir können ja gleich noch weiter quatschen. Aber bevor ihr vielleicht, weil das ist eine anstrengende Sache. Also ich habe das heute, weil wir schon so ein bisschen gequatscht haben, ist mir das wirklich mal präsent geworden, was das eigentlich genau heißt. Ja, man liest das hier in dem Buch sehr heiter. Aber bevor euch die Power ausgeht, sage ich, jetzt seid ihr erstmal dran. Okay. Wir möchten den allerersten E-Mail-Verkehr zwischen Christine und der Lektorin Gabi lesen. 14.11.2022, 10.32 Uhr. Von Gabi, gabriele@gmail.com an mich, chy255bx+vrlg@secure.mailbox.org. Betreff, dein Vorschlag. Hey Christine, freut mich voll, dass du ein neues Buch mit uns machen möchtest. Smiley. Verstehe nur den Ansatz nicht ganz. Ist es was Gesellschaftskritisches oder eher Richtung Comedy? Und geht es um dich oder ist es Fiction? Du weißt, ich liebe so unkonventionelle Sache. Brauche nur eine Überschrift, um zu wissen, wohin die Reise geht. LG Gabi. PS. Was ist das mit dieser Maus, die Dieter heißt? Protagonist? Witz? Kinderbuch? 14.11.2022, 10.56 Uhr. Von mir, chy255bx+vrlg@secure.mailbox.org, an Gabi, gabriele@gmail.com. Betreff Reh, dein Vorschlag. Liebe Gabi, Überschrift, ich weiß nicht, also da sollen vor allem meine Texte von 2004 bis 2014 rein, die Porno-Rezension, der Frauenroman, das fiktive Tagebuch. Nach Möglichkeit auch sämtliche antikapitalistische Reden von den Demos gegen Stuttgart 21, Gentrifizierung, TTIP und so weiter. Ach so, und eine Maus namens Dieter. Ja, ich weiß aber nicht, ob die eine größere Rolle spielen wird. Ich kann und will mich jetzt nicht auf irgendein Thema oder Genre festlegen und deshalb mache ich von allem etwas. Ich kann eh nichts mit diesen Kategorisierungen anfangen, das ist mir zu eng. Ihr könnt es ja als was völlig Abgefahrenes, Brandneues verkaufen. Fusion Literature. Weißt du, so wie dieses gemischtes Essenläden im Prenzlauer Berg. Der Fuji Hurpa bayerisch-japanisches Trennkost Creative Food. Oder Frau Antje liebt Dumbledore. Niederländisch-englische Experimental Fusion Kitchen. Ich kann mich ja heute mal hinhocken und ein bisschen was schreiben. Die Nacht war okay. Und heute bin ich symptomfrei. Yay! Liebe Grüße, Christine. Hey, Christine. Freut mich voll zu hören. Wenn du am Schreiben bist, kannst du bitte gelich noch einen kurzen Ankündigungstext für Presse schreiben? Wäre cool, wenn ich den gleich heute Abend mit den anderen Sachen raushauen könnte. Danke, LG Gabi. Liebe Gabi, da hast du mich, glaube ich, falsch verstanden. Ich bin heute den ersten Tag seit 2 Wochen ohne Symptome und kann mal versuchen, ein paar erste Worte zu schreiben. Ein zusätzlicher Ankündigungstext plus Deadline belastet mich und Belastung muss ich vermeiden. Liebe Grüße, Christine. Oh, sorry, ist falsch rübergekommen. Wollte dir natürlich keinen Druck machen, aber sag mal, was passiert denn bei Belastung? LG Gabi. Die Quittung bekomme ich meistens 1-2 Tage später, bin dann völlig erschöpft. Oh Gott, ja, das kenne ich. Wenn ich voll Stress habe, bin ich auch total dennhäutig und müde und so. Schlaf-Smiley. Was mir dann hilft, ist Wärmflasche und Netflix. Daumen hoch, Daumen hoch, Daumen hoch. Liebe Gabi, ohne deine Müdigkeit kleinreden zu wollen, wir reden von 2 völlig unterschiedlichen Dingen. Meine Erschöpfung ist nicht mit Powernap und gutem Buch in den Griff zu kriegen. Ich kann dann nichts anderes mehr als auf dem Bett liegen. Meistens bekomme ich zu der Erschöpfung noch 1 bis 20 weitere Symptome kardiologischer oder neurologischer Art und bin dann tagelang damit beschäftigt, diese in den Griff zu kriegen oder wenigstens zu lindern. Autsch.
Darf ich mal fragen, welche Symptome das sind? Kann mir das gar nicht vorstellen, LG Gabi. Muskelzittern, Muskelschwäche, Muskelzucken, Taubheitsgefühle, Kribbeln, Missempfindungen in Händen und Beinen, starkes Herzklopfen, Herzstolpern, Herzschmerzen, Druck auf der Brust, Engegefühl, Schwindel, Blutdruckschwankungen, innere Unruhe, massive Schlafstörungen, depressive Verstimmung. Das ist die kurze Liste. Liebe Chrisine, das ist ja schrecklich. Trauersmiley, Trauersmiley. Hast du das mal beim Arzt abklären lassen, LGG? Ich bin in den vergangenen 9 Monaten circa 2-mal die Woche beim Arzt gewesen. Ist nichts mehr rausgekommen. Egal ob Internist, HNO, Kardiologe, Neurologe oder Gynäkologin. Bis auf einen kleinen Perikarderguss kurz nach der Infektion waren alle Befunde unauffällig. Aber das ist ja schon mal super. Das heißt ja wenigstens, du hast nichts mega Schlimmes. Du hattest ja auch echt viel Stress die letzten Jahre. Vielleicht ist das mehr so eine psychosomatische Sache. Was meinst du, LGG? Liebe Gabi, das Problem bei Long-Covid oder Post-Vac ist, dass diese ganzen vielfältigen Störungen, Immunsystemstörungen mit Mikrozirkulationsstörungen, Small-Fiber-Neuropathien, Mastzellaktivierungssyndrom etc. pp. nicht mit den gängigen diagnostischen Maßnahmen erfasst werden. Ich habe zum Beispiel unzählige Blutbilder bei unzähligen Ärzten machen lassen, bis ich endlich mal bei einem Arzt gelandet bin, der mein Blut auf ganz andere Werte untersucht und festgestellt hat, dass ich einen Histaminüberschuss habe und der Wert der zentralen Memory-Zellen zu niedrig ist. Letzteres ist übrigens eine Auffälligkeit im Blutbild sämtlicher Patienten mit Impfnebenwirkungen. Man muss halt danach suchen wollen. Wenn nur das Übliche gecheckt wird, findest du halt nichts raus. Und ohne eine eindeutige Klärung der Ursache wird man dann eben als Spinnerin abgestempelt und kriegt Antidepressiva. So geht's nahezu allen, die Long-Covid oder Post-Vac geschädigt sind. Da bin ich noch eine, der es besonders gut geht. Ich habe ja nur alle 10 Tage das Gefühl, ich sterbe. Es gibt andere, die können nur noch im Bett liegen, Tag ein, Tag aus. Die können sich entscheiden zwischen Tagesenergie verbrauchen für einmal duschen oder Tagesenergie verbrauchen für einmal kochen. Ich denke, Dieter die Maus könnte so eine Art Sidekick für die Ich-Erzählerin sein. So ein seltsames Tier, welches immer wieder auftaucht und Fragen stellt oder das Geschriebene böse kommentiert. Liebe Grüße, Christine. Liebe Christine, Christine. Das mit Dieter klingt lustig. Pass nur bitte auf, dass es nicht zu abgefahren wird, da du ja auch sonst schon mit Lesegewohnheiten brichst und kein eindeutiges Genre bedeinst. Wird dann sehr geheimtippig, wenn du weißt, was ich meine. Mach doch lieber was aus deiner Krankenstory, wenn du dich da so gut aukennst. LG Gabi. Ja, Dieter hat Long-Covid und kann Käse nicht mehr riechen. Das gefällt mir. Christine, im Ernst, ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht. Schreib doch einfach deine eigene Geschichte auf. Das könnte dir helfen und vielen anderen Betroffenen auch. Ein Buch, das Mut macht und sehr authentisch ist. Wenn du so willst, eine Biografie mit Schwerpunkt auf deine Krankheit. LGG. Liebe Gabi, meinst du so ein Buch, was in jeder Bahnhofsbuchhandlung liegt und in dem irgendein C-Promi erzählt, wie er irgendeine Krankheit oder irgendeinen Schicksalsschlag oder zu viel Fernsehen überlebt hat und jetzt dank Yoga und der Rückbesinnung auf Familie und Freunde endlich bei sich angekommen ist? Sowas Persönliches und Berührendes, sowas schonungslos Ehrliches? Ich bin offen gestanden etwas verblüfft, dass du mir einen solchen Vorschlag machst. Ich hätte mir nach der gemeinsamen Arbeit am letzten Buch gewünscht, mich jetzt nicht nochmal erklären zu müssen. Ich hatte gehofft, du weißt, dass ich grundsätzlich Öffentliches und Privates voneinander trenne und dass mir viel an der künstlerischen Übersetzung und auch einer gewissen Ästhetisierung von Inhalten liegt. Liebe Grüße, Christine. Hey, Christine. Natürlich, mach wie du denkst, war nur ein Vorschalk. Ich denke halt, so ein Buch könnte ein bisschen besser laufen als dein Buch über Utopien, jetzt vom Marketing her gedacht. By the way, du bist kein C-Promi. Zwinker-Smiley, LG Gabi. Danke, lieb von dir. Herzliche Grüße, Christine. Ach so, nee, ich meinte damit, du bist, wenn überhaupt, dann Z-Promi. Nicht bös gemeint. Nur weil du ja wegen Long-Covid gar nicht mehr im Fernsehen auftauchst.
Pardon, liebe Gabi, meine Fernsehabstinenz hat doch ursächlich damit zu tun, dass ich mich auf bestimmte Kompromisse seit Jahren nicht mehr einlasse und dass ich halt meinen Mund aufgemacht habe, wenn Redakteure versucht haben, mich zu demoralisieren und dass ich Kritik geäußert habe, wenn ich sie angebracht fand und dass ich meinen Hintern nicht in jede Talkshow reingesetzt und meine Meinung nicht in jedes Mikro reingeplärrt habe und dass ich nicht auf Galas von Konzernen oder Parteien aufgetreten bin, dass ich mich einfach insgesamt nicht habe korrumpieren lassen. Das hat mit Verlaub nichts mit Long-Covid zu tun. Im Übrigen habe ich nicht Long-Covid. Ich habe Long-Covid oder Post-Vac. Das mag sich in der Symptomatik ähneln, die Ursachen sind aber andere. Es ist wichtig, das zu unterscheiden. Wenn die Politik jetzt versucht, aus allem eins zu machen und zu sagen, ist doch letztlich egal, wie das Kind heißt, nennen wir es der Einfachheit halber mal Long-Covid, dann ist das der perfide Versuch, alles dem bösen Virus in die Schuhe zu schieben, das tatsächliche Ausmaß der Impfschäden kleinzureden oder zu leugnen und als Benefit des Ganzen damit sogar noch Werbung für die nächste Impfkampagne zu machen. Apropos Impfung. Ich möchte das Wort eigentlich gerne vermeiden, da es sich bei der Behandlung mit mRNA-Wirkstoffen ja nicht um eine Impfung im eigentlichen Sinne handelt. Bei einer Impfung wird, soweit ich weiß, meist ein Teil des Erregers oder der Erreger selbst, tot oder lebendig, in den Körper injiziert und dem Immunsystem präsentiert, damit Antikörper gebildet werden. Das funktioniert in der Regel ziemlich gut. Bei der Injektion des mRNA-Gentherapeutikums wird den Zellen des Körpers eine künstlich geschaffene Information, ein Bauplan gewissermaßen auf genetischer Ebene übergeben. Der Körper wird damit quasi animiert, das, was schädlich ist, selbst herzustellen, damit sich dann das Immunsystem mit dieser Substanz auseinandersetzen kann. Und das funktioniert in vielen Fällen leider nicht wie erwartet. So betrachtet weiß ich nicht, ob der Begriff Impfung in diesem Zusammenhang dafür tatsächlich noch angebracht ist. Liebe Grüße, Christine. Ich hab's. Titel: Die Covidealistin. 250 Seiten, Klappbroschur, Erscheinungstermin im Herbst. Wegen Promo frage ich bei Lanz nach. LGG. Ich denke drüber nach. Hey Kitzine, supi. Wenn du ein paar Seiten hast, schick gerne schon mal erste Entwürfe, damit ich sehe, in welche Richtung das geht. Okay, Zwinker Smiley, LG Gabi. Liebe Gabi, das kann ich machen, obwohl ich befürchte, dass Kritik während des Schreibprozesses mich eher lähmt, als dass sie mir hilft. Mir reicht ja schon der Zensor am eigenen Kopf. Herzliche Grüße, Christine. Keine Panik, kein Stress, sollen nur Anregungen sein. Und Unterstützung, damit wir nachher nicht wieder so viel Arbeit haben wie letztes Mal, weißt du, war ja im Nachhinein nicht so easy nachzuvollziehen, wo der rote Faden in der Geschichte war. Nicht bös gemeint, weißt du ja selber. Deshalb wäre toll, gleich von Anfang zusammenzuarbeiten. Verstehst du, was ich meine, LGG? Alles klar, liebe Gabi. Ich tüte dir die ersten Seiten ein. Sie müssten dann spätestens übermorgen bei dir sein. Herzliche Grüße, Christine. PS, Lanz nimmt keine Z-Promis. Wie übermorgen? Das war ein Witz, oder? Sorry, bei mir steht manchmal einer auf der Leitung. Nee, schick gerne als Doc im Anhag, dann lese ich heute Abend in der Bahn LG Gabi. PS, ich mache bei Mails immer Zwunker-Smileys hinter Witze. Ist manchmal hilfreich, Zwinker-Smiley. Liebe Gabi, bei dir steht keiner auf der Leitung. Ich schicke es dir tatsächlich mit der Post, weil das, wenn du dich erinnerst, beim letzten Buch nicht so richtig geklappt hat mit den E-Mail-Anhängen. Weißt du noch? Du hast die Korrekturen in Apple-Mail angehängt und bei mir in Thunderbird war kein Anhang zu sehen. Nichts für ungut und beste Grüße, Christine. Gut, das ist ja kein unlösbares Problem, oder? Deswegen müssen wir uns ja jetzt nicht gleich berittene Boten oder Breiftauben schicken, Zwinker-Smiley. Liebe Gabi, da hast du recht. Wir haben aber leider nicht nur ein Dein-Mac-will-dass-ich-einen-Mac-benutze-Problem, sondern auch eins mit Datenschutz. Ich habe dir dann die Texte über einen Ende-zu-Ende verschlüsselten E-Mail-Anbieter geschickt, wenn du dich erinnerst, und bekam sie von dir korrigiert via Google Mail Retour. Ich möchte wichtige Dokumente aber nicht unverschlüsselt versenden. Ich hoffe, du verstehst das. Ein bisschen. Liebe Grüße, Christine. Wow, du bist ja noch mehr Antikomptur als meine Mom. Liebe Gabi, gegen Computer habe ich gar nichts. Frag mal deine Mutter, wie sie damals die Volkszählung fand. Herzlich, Christine. Liebe Christine,
Du, ist ja okay. Hab ja auch nicht wahnsinnig viel Know-how, was das angeht. Ich mag halt nur, wenn es funktioniert und schnell geht. LG Gabi. Liebe Gabi, wir können die Dokumente auch mit einem Kennwort schützen, kein Problem. Also, wenn ich das Kennwort aussuchen darf. Dein Kennwort Kennwort fand ich beim letzten Buch ausbaufähig. Zwunker-Smiley. Liebe Grüße, Christine. Nee, sorry, du meinst so kryptische Passwörter mit 20 Stellen Groß-Kleinschreibung, Sonderzeichen etc. pp. Weiß nicht, was das bringen soll. Die kann ich mir nicht merken. Und wenn ich sie aufschreibe, kann ich mir nicht merken, wohin ich sie geschrieben habe. Und wenn ich sie an meine Laptop klebe, kann sie jeder lesen, bringt also auch nichts. Nee, lass gut sein. Dann schick halt per Post, ist ja auch irgendwie schrammant. So als ob du Jane Austen wärst oder so, Zwinker-Smiley. Liebe Gabi, es sei, Jane Austen faltet jetzt das mit ihrem Gänsefederkiel beschriftete Pergament, versiegelt es mit heißem roten Wachs und tritt den langen Fußmarsch zur nächsten Postkutsche an. Yours sincerely, Jane. Hey, alles klar, mach wie du magst. Überleg halt mal so generell für die Zukunft, ob es nicht einfacher und schneller ist mit einem Mac. Nicht bös gemeint, nur wegen Vereinfachung. Zwinker-Smiley, LG Gabi. Liebe Gabi, wenn ich jetzt von Linux auf Apple umsteigen würde, wäre das so, als ob ich wieder die Grünen wählen würde, nachdem ich sie aus Gründen schon seit über 20 Jahren nicht mehr wähle. Herzliche Grüße, Christine. PS, du hast mein letztes Buch lektoriert, aber hast du es auch gelesen? Da steht was über Utopien und alternative Gesellschaftsmodelle, also auch über freie Software drin. Ups. Kenne eine Kabarettistin, die einmal eine ganz klare Unterscheidung macht zwischen ihrer privaten Meinung und dem, was ihre Figuren im Buch und auf der Bühne sagen. Insofern sorry, aber das mit Linux habe ich echt nicht so ernst genommen. Mach, wie du willst, ist echt kein Thema. Schick rüber, ich freue mich, LG Gabi. Hast du die Grünen gewählt? 14.11.2022, 19.51 Uhr, betreff Abwesenheitsnotiz. Guten Tag, das Büro ist momentan nicht besetzt. Gerne antworte ich auf Ihre Anfrage so schnell wie möglich. In dringenden Fällen schicken Sie Ihre Anfrage bitte an zentrale@verlag.de. Mit freundlichen Grüßen, Gabriele Konopke. Dieses Buch wird Ihnen alle Bücher sein, haben wir jetzt gerade mitgekriegt. Super, viel Spaß gemacht. Jetzt habe ich jede Frage vergessen hier. Nee, mal im Ernst. Also, dir wurde ja dann auch eine Postback-Beschädigung attestiert mittlerweile, das war ja am Anfang auch nicht klar. Und ich habe eben mal, weil man hört es immer so, wir haben uns vor dem Abend hier mal 5 Minuten unterhalten, habe ich mal so ganz naiv gefragt, sag mal, okay, jetzt habt ihr das bestätigt bekommen und jetzt habt ihr, also außer dass man merkt, es ist vielleicht ganz schön, jetzt habe ich mal Klarheit und muss nicht mehr hin und her überlegen, was hat man noch davon, dass man das jetzt bestätigt bekommen hat? Ja, sag du es mir. Also kaufen können wir uns nichts dafür. Aber man denkt ja so. Und man hat auch noch immer, ist ja auch keine gesellschaftliche Enttabuisierung dadurch. Also man hat ja immer noch den Rechtfertigungszwang. Was haben wir davon? Aber ich dachte, wenigstens seid ihr ja jetzt offiziell Behinderte. Oder hilft das? Also gerade im Sinne von, man kriegt Verständnis. Ja, oder man ist dann jetzt ganz offiziell völlig bescheuert. Ich weiß es nicht. Also, naja, ich merke schon, wenn ich sage, ich habe ein medizinisches Gutachten dazu, dann, wir sind ja in Deutschland, also dann ist das schon was anderes, als wenn ich nur sage, ich denke, ich habe einen Impfschaden. Das ist, da steht auf einem Papier mit vielen, vielen Seiten, warum ich das habe.
das macht hier immer noch einen Unterschied. Ne? Ich weiß ja auch nicht, was in Zukunft alles sein wird. Vielleicht wird es uns in Zukunft nochmal von Nutzen sein. Na gut, immerhin werdet jetzt nicht sofort in die Querdenker- und Impfgegner-Ecke gesteckt. Aber das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Hm. Gibt es denn... kriegt man Unterstützung? Ich meine, du hast mir erzählt, du warst gerade am Anfang deiner Schauspielerkarriere und für Schauspieler, zumal dein Fall ja jetzt auch ein bisschen öffentlich wurde, ist es ja total schwer, mit so einem Impfschaden überhaupt noch eine Rolle zu kriegen. Mal davon abgesehen, dass man sie überhaupt nicht vielleicht übernehmen kann, weil die Energie und die Power fehlt. Aber kriegt man dann, stelle ich mir doch vor, okay, Impfschaden attestiert, jetzt gibt es Entschädigung vom Staat oder von BioNTech oder von auch sonst wem, aber dass ihr wenigstens, ich will ja nicht sagen, ein entspanntes Leben, weil das habt ihr sowieso nicht mehr. Also das ist die Frage 1, gibt es Unterstützung? Und B, wenn man jetzt so einen Impfschaden attestiert hat, ist das jetzt lebenslänglich oder geht es irgendwann weg? Also ja, Impfschaden ist ja erstmal nur so eine Überschrift. Es kommt dann natürlich darauf an, welche Diagnosen hat man. In meinem Fall sind das schon Diagnosen, die sind Stand jetzt nicht heilbar. Das ist so. Und in unserem Fall ist, glaube ich, oft ein bisschen schwierig, dass man es uns nicht ansieht. Also ja, das ist oft das Schwierige, weil es für Leute nicht so greifbar ist. Und gerade... in dem Job ist es natürlich zum einen eh schwierig, wenn man sagt öffentlich, ich bin krank, weil das ist natürlich für Produktion schon mal ein Problem. Aber das andere große Problem ist einfach diese Stigmatisierung auch in dem Fall. Also und wenn das, du jetzt einen Buckel gekriegt hättest und so ein bisschen, dann wäre das leichter, weil man es dir ansieht. Tatsächlich, ich kenne eine Geschädigte, die hat so eine Fehlstellung der Hand seitdem. Und die sagt, ich bin dankbar um diese Fehlstellung. Die hat sonst genau dieselben Diagnosen wie ich. Ich bin dankbar um diese Fehlstellung, weil dadurch wird mir mehr geglaubt. Kann sie jetzt auf dem Behindi-Ticket reiten besser? Das gibt's ja nicht. Tatsächlich. Ja, das, ja. Aber mein Ernst jetzt, was passiert da jetzt? Ihr seid ja nicht die einzigen zwei, denen das passiert. Nein. Oder? Das sind sehr, sehr viele und wir hoffen einfach, dass mit, also Felicia macht das ja schon ganz lange, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Das ist jetzt mein Beitrag, der dazukommt und wir wollen zusammen einen kleinen Bühnenabend daraus machen. Wir hoffen einfach, dass das einen weiteren Beitrag dazu leistet, dass diese Sache weiterhin sichtbar bleibt und im Gespräch bleibt und dass man ein bisschen Pain in the Ass ist. Also immer sagt, ja, hallo, uns gibt's doch leider. Sorry, wir sind ein Beispiel dafür. Und dieser Abend, den wir vorhaben, ist, dass wir zum einen in der einen Hälfte aus dem Buch lesen. Es soll nun mal auch zum Lachen sein, es soll auch unterhaltsam sein. Und im zweiten Teil wollen wir dann ins Gespräch kommen miteinander. Und das ist noch nicht so ganz, also wahrscheinlich auch mit den Leuten. Wir müssen uns diese Form noch genau überlegen, wie wir das machen. Im Oktober haben wir den ersten Abend, der dann konkret stattfinden wird. Und dann mal schauen, wie man da ins Gespräch kommt, weil das ist das A und O von allem, ins Gespräch kommen und im Gespräch bleiben. Wo soll der stattfinden? Im Oktober ist er in Stuttgart im Renitenztheater. Okay. Wo sind wir hier, habe ich gerade gedacht, in Frankfurt. wir haben bis jetzt einen Termin in Stuttgart, einen in Berlin und einen in Dresden. Arbeiten aber daran, dass da noch mehrere folgen. Wir haben jetzt zuerst gedacht, wir können das an den Kabarettbühnen verkaufen. Da habe ich nur ein bisschen, da war ich ein bisschen zu optimistisch. Das ist gar nicht so sehr gewollt. Ich glaube, da sind doch große Vorbehalte oder Sorge, dass das nicht komisch sein könnte oder da nicht hinpasst. Oder wobei ich das absurd finde, weil es ist zum einen komisch, was wir da machen, und zum anderen politisch. Und da ist trotzdem große Sorge, dass das in der Kabarettbühne gut aufgehoben sein könnte. Insofern versuchen wir auch andere Bühnen zu suchen und an anderen Rahmen, in dem das stattfinden kann. Aber da müssen wir auch sehr genau gucken. Das sind, man muss immer gucken, in welchem Rahmen redet man über das. Ich habe eben gedacht, als wir haben noch kurz in der Küche gesessen und ich habe noch
bisschen gegessen. Wir hatten so wie üblich für unsere Gäste so ein paar Schnittchen. Da wurde mir das auch nochmal klar, weil man denkt immer, okay, die Symptome habt ihr ja eben aufgezählt. Aber verdammt nochmal, ey, mit dem Essen muss man ja auch noch höllisch vorsichtig sein, ob ihr nicht gleich noch so eine Art Post-Kochbuch macht. Geile Idee! Oder? Weil ich dachte eben, boah, also mir würde es extrem schwer fallen, wenn ich mich da dauernd disziplinieren und aufpassen und das und hm. Also ich meine, ihr habt das ja quasi ohne Anleitung lernen müssen. So durch. Wir haben gerade was gefunden, wir können Profit schlagen aus der ganzen Sache. Nein, es war gerade sehr witzig, weil wir in der Küche saßen und überlegt haben, welches von den Schnittchen wir essen können, weil wir dann immer genau gucken müssen, was ist histaminarm. Und das war so überraschend für dich, weil du nicht wusstest, dass wir ja auf sowas auch gucken müssen. Naja, da denkt man ja, wenn man schon so einen Scheiß an der Backe hat, wenigstens gut essen. Wenigstens gut essen, ja. Nee. Und jetzt bleibt Schnitzel mit Pommes übrig. Ja, Schnitzel mit Pommes geht. Also im Restaurant. Ja. Im Restaurant. Ja. Ja. Aber man muss doch tatsächlich quasi sein Leben komplett neu erfinden. Was, also du bist jetzt Ende 20, also du stehst am Anfang. Ich bin jetzt 30. Wunderbar, ja. 30, aber stehst quasi immer noch so ein bisschen am Anfang eher. Mhm. Aber gleichzeitig sagst du, meine Karriere als Schauspielerin kann ich eigentlich vergessen. Also jetzt geht dir einen neuen Weg, ja. Mhm. Aber so, weil du gesagt hast, ja, wenn ich hatte Angebote auf dem Tisch, aber dann sagt, kein Filmteam wird mit dir arbeiten. Erstens, weil bekannt wurde, dass du jetzt offiziell, wenn man dich googelt, sofort als Postfach geschädigt bist. Felicia Binger, direkt Vorschlag Impfschaden. Ja. Und das ist ein Ausschlusskriterium, warum eigentlich? Ja, ich kann das so nicht beweisen und nicht sagen. Ich kann natürlich nur sagen, da waren vorher Angebote, dann bin ich an die Öffentlichkeit gegangen, habe das gesagt und dann verändern sich Sachen oder Leute antworten nicht mehr auf E-Mails. Also eher so ein Ding. Das ist ja eben dann auch immer das, was schade ist, dass man das Gefühl hat, man kann nicht zusammen im Gespräch bleiben und vielleicht einfach mal offen drüber reden, sondern die Leute schleichen sich dann eher so heimlich davon. Das ist so das Schwierige. Die würden es auch nicht offen sagen. Was wäre denn dein Wunsch, was jetzt passieren muss? Ich glaube eben wirklich, dass das Wichtigste ist, darüber zu reden, also dass das überhaupt erstmal so ein anerkanntes Thema ist. Also ich merke immer wieder, mir haben über 10.000 Betroffene geschrieben, seitdem ich das öffentlich gemacht habe. Und ich merke immer wieder, das Wichtigste für die ganzen Betroffenen ist, dass da offen drüber geredet wird, dass es kein Tabu ist. Und darum finde ich das eben auch so toll, dass Christine dieses Buch geschrieben hat, wo ich weiß, so viele Menschen sind so dankbar dafür, weil es einfach diese Aufklärung und dieses drüber reden so wichtig ist, dass es kein Tabu mehr ist. Und ich glaube, danach folgen andere Sachen, dass auch Ärzte es ernster nehmen und. Ich glaube, alles folgt dann so daraus. Okay. Gibt es denn von euch noch irgendeine Frage, die wir noch beantworten? Ich habe eine, weil ich das gleiche Problem habe. Im Schaden von vor über einem Jahr, und jetzt dann auch noch zu Weihnachten bzw. auch noch richtig fett Covid gekriegt. Ich kann das überhaupt nicht mehr auseinanderhalten und ich bin auch seit einem Jahr auch schon einen kompletten Ärztemarathon durchlaufen, aber also das mit dem Schwurbelding, das ist mir nicht passiert, aber sie zucken alle mit den Schultern und sagen, was soll ich denn machen? Es gibt nichts. So, und dann, ja, wollen wir in Lauterbach die Eier abschneiden. Das hilft mir auch nicht weiter. Oder dem Herrn Spahn oder wem auch immer. Es ist keine Lösung in Sicht. Ja. Wir reden ja von einer Krankheit, die eigentlich kryptisch. Ich habe die gleichen Symptome wie ihr. Ich bin auch teilweise in der Öffentlichkeit als Musiker und Disc-Jockey. Ich habe 3 Tage voll Schweißausbrüche. Ja. Ich mache mir 4 Tage im Bett und komme nicht raus. Das weiß ich nicht, wie ein Steinblatt im Eindruck. Mhm. Und ja, das tut uns ja alles wichtig leid, aber vergessen Sie nicht, Sie sind ein alter Mann. Also das ist bei mir ist die Keule halt, ich bin halt schon. Das schreibt ja irgendwann auch an der Stelle die Buch-Christine, dass das Schlimmste sei, dass man sich so alleingelassen fühlt. Ja.
Das könnt ihr bestätigen, so steht da. Man ist allein, wenn für mich nicht allein gelassen, man ist allein damit, das ist aber beim Sterben bist du auch allein. Das stimmt, aber... Naja, komm, ich will nicht der Gesündeste am Friedhof sein, aber wenn ich den Rest meiner Tage halt mit irgendwas verbringen wollte, ich weiß, wer hat mir den Leim da reingeschüttet. Oh, mein Bruder hatte einen Hausarzt, der hatte das Motto, wir bringen sie gesund ins Grab. Also, fand ich jetzt einen Anspruch für ältere Menschen zu behandeln, gar nicht so schlecht. Scherz beiseite, aber das finde ich schon dramatisch, dass man eigentlich gar nicht, außer vielleicht von Familie und engen Freunden, Support erfährt, sondern dass man eigentlich eher so ein bisschen, ist das so das klassische Aussätzigen-Ding? Oder warum gibt's? Ich meine, wir sind ja jetzt schon 24. Es hätte ja jetzt schon ein paar Jährchen Forschung geben können. Gibt's wirklich gar keine Forschung dazu? Doch, für Long-Covid. Für Long-Covid. Wurden jetzt 100 Millionen locker gemacht? 100 Millionen? Sollten locker gemacht werden, ne? Es waren doch letztendlich nur 40, glaube ich. Ich weiß es nicht genau, aber da wird auf jeden Fall was gemacht. Und es wird auch immer so gesagt, dass Post-Vac damit gemeint ist, aber es wird halt nicht gesagt und auch Post-Vac-Patienten werden teilweise an Unikliniken nach Hause geschickt, wenn sie eben nicht sagen, dass es Long-Covid ist. Und auch in Studien werden Impfgeschädigte nicht mit aufgenommen, die eben Long-Covid-Studien sind und trotzdem vom Krankheitsbild ist es ja eben sehr ähnlich. Also da wird schon so ein bisschen systematisch. Und dir ist ja ganz konkret was passiert, was ich unglaublich finde. Bei dem runden Tisch mit Lauterbach bist du wieder ausgeladen worden. Du solltest ja eigentlich mit dabei sein. Du wärst die Vertreterin für die Impfgeschädigten gewesen. Genau, also es gab einen ersten runden Tisch zu Long-Covid. Und da war ein Verein vertreten, Coverse, die sich eben für Impfgeschädigte stark machen. Und bei der zweiten Sitzung kam dann keine Einladung. Und wir dachten, ja gut, vielleicht ein Versehen. Das kann ja nicht sein, dass sie jetzt explizit den einzigen Verein ausladen, der für Impfgeschädigte da ist. Ja, und dann stand ich da davor und dann wurde auch noch mal eine halbe Stunde abgeklärt und heiß diskutiert. Und dann wurde ich wieder nach Hause geschickt. Und mir wurde dann aber weitergegeben, dass Karl Lauterbach intern gesagt hatte, dass es explizit einen runden Tisch geben würde für Post-Vac. Ich habe aber nie wieder was gehört seitdem. Also und er hat doch nach dem ersten auch gesagt, ihr seid bei dem nächsten wieder mit dabei. Genau. Insofern seid ihr davon ausgegangen, dass... Genau, klar. Ja. Ja, genau. Der kam dann aber nicht mehr. Der zweite kam, aber ich wurde vor der Tür stehen gelassen. Ich möchte euch beiden ganz herzlich danken für diesen großartigen Vortrag hier. Und wir sind ja alle noch ein bisschen hier und können jetzt mal offiziell, dann kann man mal hier das Video cutten, uns ja noch ein bisschen unterhalten. Entspannt und heiter. Vielen Dank fürs Zuhören.